Ich freue mich, Sie wieder auf dem Reparaturzeit-Kanal begrüßen zu dürfen. In diesem Video werde ich über das Anker Powerhouse 535 tragbare Powerstation sprechen. Sie können den Preis und die Verfügbarkeit dieses Modells herausfinden, indem Sie in der Beschreibung des Videos nachsehen, wo ich alle notwendigen Links angegeben habe. Hinterlassen Sie gerne einen Kommentar und ein Like und abonnieren Sie unseren Kanal. Jetzt ist es an der Zeit, loszulegen. Zusätzlicher USB-C-Anschluss. Über den mitgelieferten Adapter und einen USB-C-Port in weniger als 2,5 Stunden auf 80% Akku wieder aufladen. Auf Nimmerwiedersehen, Kabelsalat und sperrige Ladegeräte. Mächtige Kapazität. Mit einer Kapazität von 512 Wattstunden ist die Ladestation die ultimative Lösung für smartes Laden. Versorge unterwegs eine Heizung, einen Mini-Kühlschrank, eine Lampe und einen Fernseher mühelos mit Strom. Was du bekommst: eine Anker 535 kompakte Powerstation, Powerhouse 512 Wattstunden, ein 120 Watt Netzteil, ein Autoladekabel, eine Bedienungsanleitung, 5 Jahre Herstellergarantie sowie freundlichen Kundenservice. Ein kurzes Nickerchen. Der Energiesparmodus schaltet die Ladestation automatisch aus, sobald alle Geräte vollständig aufgeladen sind, um für smarte Effizienz zu sorgen und eine unnötige Stromverschwendung zu vermeiden. Die Extraportion Leistung. Das Ausschalten des Energiesparmodus ermöglicht weiterhin ein stabiles Laden und hält deine Geräte bei langer Nutzung, wie zum Beispiel beim Filmen von Zeitrafferaufnahmen, ganz effizient am Laufen. Praktische Beleuchtung für dunkle Umgebungen, inklusive LED-Lichtleiste auf der Vorderseite für ein weiches, angenehmes Umgebungslicht. Smartes Display. Das leicht lesbare LED-Display zeigt die verbleibende Batteriekapazität, den aktuellen Eingangs- und Ausgangsstatus sowie die geschätzte Ladeprozentzahl an. Mucksmäuschenstiller Betrieb. Die Ladestation arbeitet dank eines internen Chips und eines intelligenten KI-Algorithmus absolut leise, sodass du kaum merkst, dass sie überhaupt eingeschaltet ist. Konzipiert für kleinere bis mittelgroße Geräte. Bitte beachten, dass die Powerstation nur Geräte mit einer Nennleistung von weniger als 500 Watt unterstützt. Ich habe mir die Bewertung von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Licht nicht dimmbar. Bildschirm geht nach zu schnell aus. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Super Verarbeitung. Alles übersichtlich und intuitiv gestaltet. Schnelle Aufladung mit mitgeliefertem Netzteil. USB-C Fast Charging. 230 Volt Dosen relativ leise unter Last. Keine Lithium-Ionen-Batterie verwendet. Das war mein Testbericht zum Anker Powerhouse 535 tragbare Powerstation. Den Preis dieses Modells finden Sie, indem Sie den Links in der Beschreibung unter dem Video folgen. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und wenn Sie das Video liken. Die nächste Rezension folgt schon in Kürze. Abonnieren Sie unseren Kanal und klicken Sie auf die Glocke, um es nicht zu verpassen. Bis bald!